Chris, du machst Line 6 auf der NAMM hier und du hast uns ein paar neue Sachen hingestellt. Ich habe dir ein paar neue Sachen hingestellt, euch allen. Genau. Zum Angucken und zum Anfassen. Du stehst eigentlich schon direkt davor. Ja, soll ich mal an die Seite gehen, damit du was sehen kannst? Genau. An welche Seite soll ich? Am besten diese Seite hier, nicht wahr? Auf die Schokoladenseite. Auf die, ach, die, da muss ich, egal. Hier haben wir das Spider 5 240 HC. Das ist jetzt schon mal erstmal ein Mund voll, ne? Und das ist im Prinzip unser neues Top-Teil, das sowohl ein Head als auch ein Combo-Verstärker ist. Wie funktioniert das? Das versteht keiner, weil Combo, wo ist die Box? Also da waren wir fast schon clever. Da haben wir nämlich ein Stereo-Speaker-System, 50 Watt Stereo-Speaker-System, direkt hier unter dem Grill eingebaut. Das bedeutet, du kannst den Kollegen hier, guck mal, ich bin richtig stark, ich kann das mit einer Hand hochheben. Ich glaube, du zitterst ein bisschen. Ach, das ist die Erkältung. Und den könnte ich zum Beispiel zu Hause als Übungsverstärker nehmen, als Audio-Interface, weil er USB hat und so weiter. Und kann mir die ganzen verschiedenen Sounds, die im Spider drin sind, quasi direkt aus den Speakern hier zu Gemüte führen. Und dann nehme ich den Kollegen vielleicht mit in meinen Proberaum, wo ich eine Extension-Cabinet habe. Hier haben wir jetzt eine Spider 4x12-Cabinet stehen. Schließe das Ganze an und dann kommt der hauptsächliche Gitarrensound aus dem Extension-Speaker. Und die Lautsprecher hier oben funktionieren quasi als Hochtöner und liefern mir Informationen für meine Effekte, dass ich einen schönen Stereo-Effekt habe. Oder ich kann zum Beispiel, weil ich jetzt ein sogenanntes Full-Range-System habe, eine Akustikgitarre anschließen, kann meine Akustikgitarre darüber spielen. Und ist eine prima Sache. Das andere, was relativ cool ist, ist, dass ich hier auch noch ein Gitarrenfunksystem eingebaut habe. Das heißt, es gibt von uns diesen Relay G10T, das ist so ein Dongle, den kann ich hier reinstecken und der lädt sich automatisch auf und wählt eine Frequenz für mich und dann kann ich den quasi als Funkgerät für Gitarre benutzen, stecke ich direkt an meine Gitarre rein und kann damit bis zu 15 Metern durch die Gegend laufen, das heißt, ohne Kabel. Ich brauche einen Sender, aber keinen Empfänger. Genau, der Empfänger ist direkt eingebaut, was ganz schön ist. Und dann wie bei den anderen Spider 5 Serien habe ich die gleiche Feature Set, was die Amp Models angeht. Ich habe zwei Ebenen, mit denen ich Effekte anwählen kann oder Verstärker Sounds anwählen kann. Eine Menge verschiedener Presets, die ich aussuchen kann. Im Prinzip alles das, was die Spider 5 Serie eigentlich bietet. Und das ist erhältlich relativ zügig in den nächsten Wochen. Und ja, das ist unser Spider 5 240 HC Head. 240 steht für 240 Watt. Das ist Watt, ne? Das ist Watt, genau. Ja, ich würde sagen, das nächste ist, also aus Yes We Can. Machen wir Sure ist, I Can. Ist ja nichts mehr, ne? Seit heute, Yes We Can ist vorbei. Politische Kommentare darf ich hier offiziell nicht geben, aber der Himmel hat heute geweint. So sieht's aus, genau. Also wir sind bei Sure We Can. Sure I can. Hat er das schon gesagt? Ja, weiß ich nicht. Hat er noch nicht gesagt, oder? Schneiden wir raus. Wir sagen sie ihm einfach nicht. So, guck mal, was ich hier habe. Hier habe ich eine neue Gitarre. Ich halte die mal so rum. Dann kann man da vielleicht auch was sehen. Die nennt sich Shuriken. Und Shuriken oder Variax Shuriken, wer aufgepasst hat damals, der weiß, dass Shuriken im Prinzip ein Wurfstern eines Ninjas ist. Ist ja quasi ein japanischer Attentäter, ne? Absolut. sagt er mal mir so. Also steht hier hinten drauf, japanischer Attentäter. Und die ist mit einem Gitarristen entwickelt worden namens Devik McKay von der Band 12 Foot Ninja. Ha? Also die Band heißt Ninja Shuriken. Und das Besondere daran ist, dass ich hier eine Bariton Mensur habe, also was ist das, 27 Inches, ganz schön lang, ne? Das hilft so ein bisschen mit Drop-Tunings und ähnlichen Geschichten. Eine sechsseitige Gitarre, wie man sehen kann, mit einem Medium-High-Gain oder Medium-Gain, muss ich sagen, Humbucker. Was interessant ist, dass ich hier in der Brücke quasi Piezo-Elemente habe und wenn ich hier einen dieser Controllers oder Knöpfe bewege, dann kann ich im Prinzip den Pickup ausschalten und dann werden die Saiten einzeln über diese Piezos abgenommen und kann damit verschiedene Tunings, verschiedene Gitarren, verschiedene Sounds quasi in der Gitarre selber erzeugen. Als Beispiel wäre zum Beispiel zu sagen, dass ich die als reguläre E-Gitarre benutze, aber vielleicht eine der Saiten auf B runterstimme oder als Drop D und dann
könnte ich mir zum Beispiel ein anderes Modell hier hinlegen, zum Beispiel eine Akustikgitarre, die auf Open G gestimmt ist, und so weiter und so fort. Es gibt mir also eine Menge Flexibilität. Es ist speziell quasi mit einem Auge auf die eher härtere Gitarrenliga-Entwicklung. Und wenn man sich die Musik von 12 Foot Ninja anhört, das ist also eine Menge mit also 0 und 1, dann ist das schon eine schöne Sache. Digital, weil der gute Stavik benutzt nämlich nicht unbedingt den Pickup, der eingebaut ist, sondern benutzt das Modeling hier und macht komplett verrückte Tunings. B, E, 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 E oder sowas. Ne? Und er nennt die Stimmung B. Die Gitarre in B-Tuning. Kann man machen, muss man aber nicht. Das kann man sich alles selber quasi im Kopf ausdenken. Angeschlossen wird das Ganze entweder über normales Klinkenkabel. Hier hinten gibt es einen Akku. Da sehen wir auch, hier drunter ist das Gehirn, die Technologie. Und damit kann ich es einfach direkt an jeden normalen Gitarrenverstärker anschließen. Wenn man das Ganze quasi mit einem Helix verbinden will, dann gibt es hier auch noch einen speziellen Anschluss für einen Helix oder einen Firehawk oder andere kompatible Line 6 Produkte. Das war die Überleitung, denn wir kommen jetzt zum Helix. Genau, lass mich die Gitarre kurz an die Seite stellen. Ja. So, der Felix, Helix. Der Felix, du hast ein Zuckerli für Felix. Ich habe ein Zuckerli für Felix, daraus mache ich keinen Reim, weil das wird eh nix. Auch neu auf der Messe, ist Helix Native. Und Helix Native ist im Prinzip, hast gemerkt, meine Stimme springt. Helix Native ist im Prinzip ein Plugin, das in allen gängigen Aufnahmesoftwaren, die VST oder Audio Units oder AAX verwenden, benutzt werden kann. Hier habe ich zum Beispiel Pro Tools hinten laufen und habe mir als eine Instanz Helix Native aufgemacht. Und das Interessante ist, dass ich komplett die gleichen Sounds habe, wie zum Beispiel im Helix Rack hier oder im Helix Floor Modeler. Das sind ja im Prinzip unsere High-End-Modeler, die über die letzten anderthalb Jahre oder so sehr, sehr an Popularität gewonnen haben, würde ich mal sagen. Und ich habe genau die gleiche Power wie ein Helix Rack oder Floor und kann das Ganze aber als Plugin benutzen, das heißt die Power eines Helix als Plugin. Gibt es über unseren Online-Store für, ich glaube, 300, nicht ich glaube, sondern ich weiß, für $399. Das Interessante ist, jeder, der Helix im Prinzip jetzt schon sein eigen nennt und sich registriert hat oder daran denkt, in Zukunft einen Helix zu kaufen, der bekommt einen Sonderpreis auf das Plugin, nämlich $99. Deswegen Zuckerli. Genau, darum Zuckerli für einen Helix. Und erhältlich im Frühling. Das muss reichen. Muss reichen. Gut, das sind die NAMM-News, würde ich sagen. Das sind die NAMM-News für jetzt. Ja, und legen wir uns wieder hin, oder? Ach du, ich bin, glaube ich, gar nicht aufgestanden. Also geistig. Ich sage trotzdem Danke an Peter und Hans. Und in dem Sinne winken wir jetzt mal in die Kamera und sagen Tschüss.